Gestern standen wir noch am Abgrund und heute sind wir schon einen Schritt weiter. Über diesen Satz musste ich in den letzten Tagen und Wochen häufiger nachdenken. Man kann das anwenden auf die Klimakrise, auf die Überlebensfrage unserer Menschheit. Man kann das aber auch anwenden auf die europäische Einigung. Man kann das anwenden auf unseren demokratischen Rechtsstaat. Liebe Freundinnen und Freunde, gestern die Debatte war gut. Sie war nachdenklich und sie war gleichzeitig entschlossen und sie war auch nötig für uns. Die Vermessung der Welt und auch unserer Rolle als Grüner in dieser verrückten Welt. Und wie viele gestern und wie ihr, wahrscheinlich alle, habe ich mich in den letzten Tagen und Wochen häufig gefragt, Halleluja, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? In was für einer verrückten Zeit leben wir eigentlich? Eine Zeit, in der Ministerpräsidenten Menschen, die vor Bomben, vor Hunger, vor Armut, vor Leid fliehen, als Asyltouristen verunglimpft. Eine Zeit, in der Teile der FDP, die CSU und auch die AfD letztlich gemeinsam die Axt an die Grundfesten der europäischen Einigung anlegen. Eine Zeit, in der Frauen für längst erkämpfte Rechte wieder auf die Straße und ins Netz müssen, Stichwort Paragraph 219a. Eine Zeit, in der eine Provokation die nächste jagt, Verharmlosung der Shoah, offener Rassismus, faschistisches, völkisches Gedankengut. Eine Zeit, in der ich mir eigentlich jeden Tag denke, man müsste es all diesen Menschen laut entgegenschreien, verdammt nochmal, es reicht. Es reicht einfach mal. Es reicht auch damit, dass jeder Tabubruch am Ende verharmlost, verniedlicht, irgendwie verklärt wird. Wenn ich in der Süddeutschen Zeitung lese, nach dem Vogelschiss, Hirnschiss von Gauland, man müsse ihn doch jetzt mal in eine KZ-Gedenkstätte stecken, damit er da mal seine Geschichtsdemenz angehen könnte, dann ist das doch naiv. Liebe Freundinnen und Freunde, mit Nazis wie Gauland, denn die brauchen kein Erziehungsangebot, die brauchen auch kein Therapieangebot. Nazis wie Gauland müssen wir, wo immer wir ihnen begegnen, das Handwerk legen. Wir müssen sie isolieren und marginalisieren. Und deshalb reicht es auch nicht aus, wenn Herr Gauland demnächst nicht mehr zu Hart, aber fair eingeladen wird. Es muss auch damit aufhören, es reicht damit, dass die Themen der AfD in jeder dieser Talkshows diskutiert werden, selbst wenn sie nicht mit am Tisch sitzt. Wenn ich mir anschaue, was wir in den letzten Monaten an Titeln hatten, Flüchtlinge und Kriminalität, die Diskussion, Burka oder Beethoven, brauchen wir eine deutsche Leitkultur, liebe Intendanten auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das kann so nicht weitergehen. Was kommt denn als nächstes? Haben wir als nächstes die Diskussion Ausländer, doof oder böse? Liebe Leute, ich habe ein paar andere Vorschläge. Reden wir doch mal in einer dieser Sendungen über Geflüchtete in Seenot. Wann endlich stoppen wir das Sterben im Mittelmeer? Das wäre doch mal eine spannende Diskussion. Oder auch ganz aktuell Söder, Seehofer, Lindner, noch dreist oder schon irre? Das ist doch die Frage, die wir uns mal stellen müssen. Warum reden wir denn darüber nicht? Und deshalb erwarte ich auch von FDP und CDU in der Landesregierung, dass sie ihren Parteifreunden in Berlin diese Botschaft ganz, ganz deutlich mitgeben. So, das muss jetzt mal raus, auch wenn ich meine Rede eigentlich anders anfangen wollte. Gestern in der Debatte, Britta und viele andere haben es gesagt, wir müssen unser Grundgesetz verteidigen. Aber ich glaube, wir müssen es nicht nur verteidigen gegen die Angriffe der Gaulands, Höckes und Petris dieser Welt. Dieser erste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, der geht viel, viel tiefer. Und deshalb will ich ihn mal ein bisschen konkreter machen. Das heißt nämlich auch, die Würde des Wohnungs- und Obdachlosen ist unantastbar. Die Würde der Sexarbeiterin und der Prostituierten ist unantastbar. Die Würde der Geflüchteten, des Transmannes, des ALG-2-Beziehers ist unantastbar. Die Würde des Pflegebedürftigen und der Demenzkranken ist unantastbar. Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, der kann nicht einfach so stehen bleiben. Der muss jeden Tag gelebt und sein Sinn verwirklicht werden.
Und ich habe in den letzten Monaten mit euch zusammen auf meiner Zusammenhaltstour unheimlich viele Menschen erlebt, die sich, ohne in einer Partei Mitglied zu sein, genau dafür einsetzen, für die Würde des Menschen. In einer Obdachloseninitiative in Dortmund, dem Gasthaus, arbeiten 180 Ehrenamtliche jeden Tag dafür, dass 350 Menschen ohne Obdach ein Frühstück bekommen. Sexarbeiterinnen in Münster bekommen Unterstützung von einem Verein, der akzeptierend und gleichzeitig nicht naiv und blind vor den Ausbeutungsverhältnissen, um die es da geht, aufsuchende Sozialarbeit auf dem Münsteraner Straßenstrich machen. Die Kölner Freiwilligenagentur vermittelt Menschen, die Lust haben, etwas zu tun, weil sie merken, es geht um was, überall dahin, wo sie gebraucht werden. Lasst uns noch stärker vielleicht als bisher auf diese Menschen hören. Lasst uns sie fragen, was braucht ihr an Unterstützung von der Politik, damit ihr eure Arbeit machen könnt, und was muss Politik tun, damit ihr weniger Arbeit machen müsst. Das ist die Aufgabe für Bündnis 90 Die Grünen, auch in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, der droht zu zerbröseln. Immer mehr Menschen drohen hinten runterzufallen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, weil sie Angst davor haben, im Alter arm zu sein oder pflegebedürftig und der Pflegenotstand bis dahin nicht behoben ist. Ich bin sicher, liebe Freundinnen und Freunde, erstens, ein Sozialstaat misst sich daran, wie er mit seinen Schwächsten umgeht. Und zweitens, wir haben da einiges an Verantwortung. Reagieren wir auf das Leid mit Ausgrenzung, mit Drangsalierung, mit Strafverfolgung, wie es in manchen Kommunen passiert? Reagieren wir darauf mit Verachtung? Nein, die grüne Politik reagiert auf dieses Leid mit einer Politik, die die Würde und die Rechte jedes Menschen in den Mittelpunkt stellt, denn Armut ist ein Mangel an Geld und nicht an Charakter. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin der festen Überzeugung, eine Gesellschaft erträgt nur ein gewisses Maß an Ungleichheit, an Spaltung und an Segregation. Und wenn das zu groß wird, wenn dieses Maß überschritten ist, wenn wir hier auch in Deutschland und wenn es nur in einigen Teilen Nordrhein-Westfalens ist, französische, italienische, US-amerikanische Verhältnisse erleben, wenn die ganze Hütte uns um die Ohren zu fliegen droht, dann heißt es auch gute Nacht für den Ausbau von Freiheitsrechten, für die offene Gesellschaft und letztlich, das befürchte ich auch, für den ökologischen Umbau unserer Gesellschaft, den wir so dringend benötigen. Deshalb heißt unsere Devise als Grüne in Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, Ökologie und Soziales, Kohleausstieg und wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen in den Regionen, die davon gerade noch abhängig sind. Gemeinsam ist es richtig. Ökologie und Soziales, zwei Seiten derselben Medaille. Dafür stehen wir Grüne als Einzige in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Lasst uns das weiter nach vorne tragen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt mir vor 4 Monaten und 3 Wochen das Vertrauen gegeben und die Aufgabe, uns Grüne in einer für uns nicht einfachen Zeit nach vorne mit euch gemeinsam weiterzubringen. Europawahl, Kommunalwahl, Strukturveränderungen, programmatische Weiterentwicklung. Wir sind im letzten Jahr einen guten Schritt vorangekommen, aber ganz klar ist, wir sind auf diesem Weg noch einige Schritte vom Ziel entfernt. Und wir werden diesen Weg nur gemeinsam gehen können. Wir werden es nur schaffen, wenn wir als Grüne, anders als viele andere Parteien, diesen Weg auch geschlossen gehen. Und deshalb werbe ich darum, dass wir mit Team Spirit, mit Offenheit, mit Beteiligung gemeinsam nach vorne weitergehen. Und das heißt auch, dass wir die schwierigen Themen angehen und uns mit den Fragen beschäftigen, die uns im letzten Jahr Sorgen bereitet haben. Und wenn ich jetzt sehe, dass beispielsweise die SPD die bildungspolitischen Debatten der Vergangenheit aufwärmt, wenn Union und FDP den Schulkonsens durch einseitiges Handeln einfach mal so aufkündigen, dann ist es doch unsere Aufgabe, die bildungspolitische Debatte der Zukunft zu führen. Ein großer Teil derer, die heute in die Schule gehen, wird irgendwann in Berufen arbeiten, die es jetzt noch gar nicht gibt. Was ist unsere Antwort darauf? Wie muss sich das Bildungssystem auf Digitalisierung und Globalisierung einstellen, damit es zukunftsfähig ist und junge Menschen auf die Welt von morgen vorbereitet und nicht auf die von gestern? Das ist unsere Aufgabe, die werden wir mit geradem Rücken, selbstkritisch, aber standhaft nach vorne bringen. Und da meine Lampe leuchtet, komme ich zum Schluss. Ihr Lieben, ihr habt mir vor 4,5 Monaten diese Möglichkeit gegeben und diese 4,5 Monate waren wahrscheinlich die intensivsten und spannendsten meines Lebens. Ich habe ganz, ganz viele tolle Grüne neu und näher kennengelernt und ich habe irre Lust, das weiterzumachen, mit euch gemeinsam den Weg, den wir begonnen haben, weiterzugehen.
Und deshalb bitte ich euch jetzt um etwas, das bei uns Grünen unheimlich unpopulär ist. Aber vielleicht habe ich die Chance darauf. Ich bitte euch heute um Laufzeitverlängerung. Vielen, vielen Dank.